Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es vielleicht einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern können, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt kann ihn niemand mehr einholen. Wir haben einen neuen Formel-1-Weltmeister. Sie haben es geschafft. Sieg im letzten Rennen der Saison und dazu noch die Meisterschaft. Was für ein phänomenales Ende nach dieser hervorragenden Formel-1-Saison. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen.